Vergrößern, Verkleinern. Daniel Ricciardo L. und Max Verstappen gerieten in Baku aneinander. Urheberrecht Getty Image. Steilenbiterne Mail-Kommentare. In Baku gerieten die Teamkollegen Max Verstappen und Daniel Ricciardo auf der Strecke aneinander. Jetzt will Ricciardo im Boxenfunk lauter werden. Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo, 28, will als Konsequenz aus dem Crash mit seinem Teamkollegen Max Verstappen, 20, zuletzt in Aserbaidschan, in Zukunft am Boxenfunk offenbar etwas resoluter seine Meinung sagen. Vielleicht sollte ich wie ein kleines Mädchen schreien, sagte der Australier vor dem Großen Preis von Spanien, Sonntag, ab 15.10 Uhr im Live-Ticker in Anspielung auf die Taktik einiger Kollegen. Ricciardo hatte seinem Team in Baku gesagt, dass ich attackieren will, dass er schneller fahren könnte als sein vor ihm platzierter Teamkollege. Verstappen wehrte sich gegen den heranstürmenden Ricciardo und so kollidierten die beiden bei Tempo 300 ebenso brutal wie unnötig. Wir müssen sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert, sagte Ricciardo. Fahrerwertung der Formel 1, das soll nicht nochmal vorkommen, sagte auch Verstappen. Die beiden Streithähne sollen sich in Zukunft etwas mehr Platz lassen, so 2-3 mm. Es ist ja schließlich Millimeterarbeit. Das Duo habe sich ausgesprochen. Alles gut, sagte der Niederländer über die Stimmung im Brose-Rennstall. Wir haben viel Respekt voreinander und haben den Fehler erkannt. Es gibt kein böses Blut. Red Bull hat Verstappen und Ricciardo zudem noch einmal zur Rezo gerufen und die Spielregeln verschärft. Eine Stallregie wird aber wohl erst nach dem nächsten Unfall kommen. Teilen wie terne Mail-Kommentare.